Vom Schwarzwolf Kanal, ich begrüße euch recht herzlich zur weiteren Runde Kingdom Come Deliveries in der Season 2. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ist jetzt alle gut drauf und so bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns hier wieder in Rathei. Ich habe ein bisschen was gesammelt. Ich habe einen Henker um die Schaufel geklaut. Die werden wir jetzt hier zu Geld machen. Mit dem Gelobt sei Jesus Christus. Wir werden es sich doch hier verkaufen. Schöne Grüße gehen natürlich heraus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass es hier den Weg zu mir in die zu Kindern haben sie Deliveries gefunden. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen mit diesen Let's Play deuten. Genauso wie Grüße rausgehend hier an meine YouTube-Kollegen, die Jungs, die was hier bei mir verlinkt sind, die machen alle absolut geile Videos, die machen richtig geile Projekte. Schaut mal bei den Jungs vorbei. Hinterlasst einer einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar, wenn es geht. Schaut die Videos von Anfang bis zum Ende, weil dann würde es uns in der Dreierkombination nämlich weiterhelfen. Im YouTube-Algorithmus. Und wer Lust und Laune hat, der kann mich natürlich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass wenn es hier aus meinem Let's Play weitergeht oder generell weitergeht, hier auf meinem Kanal nichts mehr Neues versammelt wird. So. Dann wieder feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Ja. Die 8,2 möchte uns geben. Diesmal fangen wir jetzt bei 8,8 an. Sind wir uns einig? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. In Ordnung. Geht doch. Geht doch 28. Nein, ich haben wir jetzt. Schneiderei. Ich möchte gerade mal schauen, was ein Sir, Bogen wie kostet. kann ich helfen? Lass uns handeln. Gott behüte dich. Lass uns handeln. Dolch. Kleine Schmiede. Bist du mir nur das Norm oder an? So. Okay. Den gibst du oben auch noch einmal. So, da haben wir dann mit Händlerin. Gott sei mit dir. Möge Gott über dich wachen. Das ist ein normaler Händler. Gemüse. Bäckerei. Wir müssen jetzt Wollzeit kochen. Kurzen Cut mit dem Spruch, sondern bin ich gleich wieder da. So, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt haben wir schauen, was der Müller sagt, was wir machen sollten. Ich hoffe, dass er uns das Schlussknacken nicht mehr lernt. Das wäre natürlich äußerst günstig. Gott sei mit dir. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole. Schlaues Kerlchen.
Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Es geht auch mit Fingerspitzengefühl. So zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Hab noch nie versucht, ein Schloss zu knacken. Hol mich der Teufel. Wie bin ich bloß an so einen Grünspan geraten? Ja, wie Schmied, der Sohn. Das heißt jetzt, bevor dass wir den Airborne Dieb fertig machen, das hätte er uns nicht sagen sollen. Scharfknüppel haben wir. Haben wir denn die Zeit dort? Ich glaube, wir werden uns hier niederhauen. Ah, wir haben ja ein Ding, wir haben ja einen Fähigkeitspunkt, haben wir noch. Einen Fähigkeitspunkt haben wir ja auch noch. Hier bei Kräuterkunde haben wir den Fähigkeitspunkt. Blumenkind. Schneller läuft, weil du kommst. Werden erst recht von Stufe 15, 20 freigeschaltet. Okay. Nein. Wenn sich wir haben noch gehabt fertig, dann lernen wir jetzt dies. So. So, dann haben wir ein bisschen Schlussknacken üben. Also der gelbe Punkt. Und dann müssen wir selber den gelben Punkt verfolgen. Jawohl. Ist jetzt nichts hinter. Machen wir einen kurzen Cut, ich werde jetzt ein paar Mal die Fähigkeiten testen und nachher gehen wir auf zum Henker. Bis gleich. So, meine lieben Schwestern, jetzt sind wir wieder zurück beim Henker. Jetzt müssen wir schauen, ich habe jetzt nämlich ein bisschen Schlussknacken geübt. Aufgestuft sind wir jetzt nicht. Oh, Scheiße.
Warum geht's jetzt nicht? Bei der Truhe ist so leicht gegangen. Ist da jemand? Das ist ein Trick vor allem. Muss der Wind sein. Beim ersten Mal. Was zum... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Du wirst mal... Jetzt wissen wir, Kinga. Jetzt müssen wir Binger. Welchen Teil davon begreifst du nicht? Bin ausgenuckt. Ich schlachte dich ab. Was ist mit dir? Wir müssen jetzt das so durchziehen. Geht jetzt nicht anders. Jetzt bist du am Arsch. Ich kann auch nichts essen in der Bewusstlosigkeit. Kannst du mir mit meinem Hund helfen? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten? Nach allem, was du getan hast? Ich gehe heute wieder. Solange, dass ich den Ring vom toten Mann habe, ist mir das wurscht. Jawohl. Solange ich den Ring vom toten Mann habe, ist mir das egal.
Aber zuerst mal was essen, dass wir wieder zu Kräften kommen. Am Brandwein, dann mal. So, dann geht das hier nach oben. Zumindest ein bisschen. Wir humpen, egal wir humpen einfach. Ich glaube, wir brauchen mehr zum Essen. Anbinden. Okay. Haben wir hier ein Duckfleisch? Aber ich glaube, wir müssen das jetzt so heilen lassen. Aber wir haben zumindest nichts zahlen müssen. Vitalität geht auch viel super. Aufstufen kriegt, oder? Schlussknack haben wir aber Aufstufen kriegt. Also, was ist das? Nach den erfolgreichen Schlüssen. Die sind stabiler und halten die sind doppelt so lang, die ist nicht mehr. Probieren wir gerade ein bisschen niederzulegen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht ein bisschen regeneriere. Ja, das nützt mir nur mal ein bisschen. Vollständig ist es zwar nicht, aber zumindest ist es etwas. Da ist er. Guten Tag. Guten Tag, der Ring ist schund. Ich habe den Ring, Peschek.
Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kohelnitz, zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Gestohlene Ware? Nein, danke. Ich bin kein Dieb. Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kohelnitz und Simon in Sasau. Erzähl mir von Wojcik. Der ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erst mal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker. Selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. So, dann die Taschentiefe. Würdest du mir etwas übers Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Gott behüte dich. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Schau, wie es zum Bringen. Hä? Hab dich! Ah, okay. Wäre es gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ah, ich brauche ein bisschen. Bin ich der schnellste bei diesen? So haben wir das ehrbare Dieb haben wir ja abgeschlossen. So. Ah, ich vergisse, das macht mich ein bisschen nervös. Entschuldigung. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Wir werden schon besser. Wir werden schon besser. Wir werden schon besser. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Ich muss mir das echt erleiden. Hab dich! Wäre das echt gewesen? Ja, ist mir schon klar. Nochmal.
hab dich. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich. Ja, ich muss wieder heraus. Ja. Jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Robin? Na, Robin. Aber so war's. So war's, glaube ich. Ja. Wäre das echt gewesen, eben falsch, die falschen Tasten. Nochmal. Mischt. Ich möchte das Konto rum haben. Ihr seht, das ist gar nicht so leicht. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Aber dabei, ich werde jetzt ein bisschen miteinander probieren, meine Schlussfreunde, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus Kingdom Comes Deliveries weitergeht, nichts mehr Neues zusammen wird. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst so mein Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinen Sportsfreunden, die viel wichtiger, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!